Was kostet eine Autoreparatur hier in Thailand? Was kostet eine Motorradreparatur oder Inspektion oder Ölwechsel? Um dieses Thema geht es in dem heutigen Video. Und wir haben hier eine Werkstatt ausfindig gemacht und zeigen euch das mal und werden auch mal die Preise erfragen, was kostet. Also, es wird spannend, bleibt dran. So, hier eine Autowerkstatt heute in Chiang Mai und zwar in dem Stadtbezirk San Kampeng. Und hier wird alles Mögliche an Autos repariert und auch ja, Inspektionsservice gemacht, Motoren instand gesetzt. Ne, das kann man hier zum Beispiel sehen. Also es wird alles Mögliche auseinandergenommen. Gut, die Sauberkeit sieht natürlich ein bisschen anders aus. Das ist natürlich nicht das gleiche wie bei uns in Europa. Aber auf jeden Fall wird einem hier geholfen. Hier wird auch schon an einem Fahrzeug gearbeitet. Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Dieses Auto hat ein Problem, startet nicht mehr und er hat jetzt hier ja, das Steuergerät ersetzt oder gegen ein gebrauchtes und versucht jetzt mal, ob das Auto anspringt. Ja, genau, das Steuergerät, ne? So, und dann gucken wir mal, ob er was erreichen kann diesbezüglich. Also es war wohl so, nach dem Ölwechsel kam er hier her zum Ölwechsel machen und dann ist das Auto nicht mehr angesprungen. Also wie viel kostet hier ein Ölwechsel? 1150 Baht. Aha, 1150 Baht. Ich blende gleich nochmal ein, was das in Euro ist. And how much is a service from the car, a big service, change all the things and control all the things? Minimum 1000 Baht. Ja, okay. Ja, ja, okay. Also 1100 is changing oil. And service, ja, yeah, so roundabout 3000 Baht. Ne? Also ungefähr 3000 Baht ist so Service, da beginnt das so ungefähr. Ne? Ja, also eine große Inspektion mit Ölwechsel dann kostet hier zwischen 2000 und 3000 Baht. Das hängt natürlich davon ab, was die alles eben mit neu machen, ob sie hier den Luftfilter mittauschen oder die Zündkerzen oder eben auch die Bremsflüssigkeit, ne, das hängt natürlich davon ab, aber es beginnt so bei 2.000 bis 3.000 Baht. Ne? So, hier ein bisschen weiter nach hinten. Oh, guck mal, einen Hund haben sie auch. Ha? Wachhund hier. Ja. Hier gibt es auch noch ein paar Sachen, was die Reparatur hier betrifft. Oh, hier, guck mal, er zerlegt hier einen Motor. Ha? Ist aus diesem Fahrzeug hier raus, ein Isuzu. Haben sie den Motor ausgebaut. Was das Problem ist, weiß ich jetzt natürlich nicht. Also der Motor, habe ich eben gehört, hat wohl einen Wasserverlust. Na, da wird wahrscheinlich die Zylinderkopfdichtung defekt gewesen sein. Hier, ne? So, ich habe jetzt gefragt, wie teuer es ist, den Motor auszubauen und wieder rein. So grob geschätzt. And Lisa, they repair all the things here, ja? And all cars and repair all the things, ja? Aha, also die reparieren hier alle Automarken und auch egal, was daran ist. Also es wird alles repariert oder versucht, alles zu reparieren. Ne? Also so Motor rein und raus hier, kommt natürlich auch drauf an, was für ein Fahrzeug ist. Liegt so zwischen 10.000 und 15.000 Baht. Es kommt eben ja natürlich auch aufs Fahrzeug drauf an. Halt, ne? So, ich zeige euch jetzt nochmal den Rest von dieser Werkstatt hier. Ja. Oh, hier stehen noch ein paar mehr Motoren rum. Naja, okay. Also, wie viele Tage brauchen Sie, um, sage ich mal, den Motor auszubauen, reparieren und wieder einzubauen? Brauchen die also 2 Tage, also vielleicht auch ein bisschen länger, kommt auf die Firma an, die hier diesen Motorblock eben instand gesetzt hat. They send it to another company. Yeah, yeah, yeah. Aha, die schicken den Motor also für Wasserprobleme zu einer anderen Firma. Die planen dann den Kopf ab wahrscheinlich und machen das neu und dann bekommen sie den wieder. So, wie lange brauchen die für einen Ölwechsel hier? Mit Filter? One hour. Aber this is not long, ne? Also eine Stunde brauchen sie für einen Ölwechsel. Und man kann eben so lange hier auch warten. Also es dauert nicht so lange. Ja. Also geht alles relativ schnell, ist alles nach Vereinbarung und ja, die Preise ja, werden wohl so mehr oder weniger ungefähr so ein bisschen geschätzt. Aber es ist auf jeden Fall nicht wirklich super teuer. Ne? So, der Kandidat hier
nach dem Tausch von dem Steuergerät scheint wieder zu funktionieren. Ja, war wohl irgendein Problem, keine Ahnung. Aber läuft jetzt erstmal wieder. Ja? Und zu sagen wäre natürlich noch, wenn er jetzt natürlich das Auto ein etwas größeres Problem hat, also weiß ich nicht, ein Elektrikproblem oder wo man eben halt einen Diagnosetester eben dranhängen muss an das Auto, das können diese kleinen Werkstätten natürlich nicht, sowas haben die nicht, also habe ich da zumindest nicht gesehen. Also die können natürlich wahrscheinlich eine Menge Sachen machen, aber wenn es jetzt in die Tiefe geht, dann hört da der Spaß natürlich auf, das kriegen die nicht mehr hin. Und dann müsste man natürlich wirklich in so ein Autohaus vom Hersteller eben fahren oder in eine Werkstatt vom Hersteller. So, ich habe jetzt gerade gefragt, wie, ob es Garantie darauf auf die Arbeiten gibt. 3 months. 3 months. Aha, also die Garantie, wenn die den Motor instand gesetzt haben, ja, oder auf die Arbeiten, gibt es 3 Monate Garantie. So, als nächstes gucken wir uns die Reparaturwerkstatt an von den Mopeds, Motorrädern, wie auch immer, die hier für kleines Geld auch natürlich repariert werden können. Und diese Werkstatt zeige ich euch jetzt mal. So sieht die Werkstatt hier aus. Ja, auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen wüst, ne? Aber es gibt natürlich auch eine Menge Zubehörzeug hier für die Motorräder und sämtliches an Ersatzteilen, so wie es aussieht. Aber ich zeige euch erstmal die Reparatur. So, hier. Der zerlegt also hier den Motor. Oh, gucken wir uns das mal von der anderen Seite an. Ja. Also Reparatur von so einem kleinen Moped hier. Ja, was das Problem ist, kann ich jetzt nicht verstehen, aber auf jeden Fall alles auseinandergenommen hier. So, machen die auch einen Ölwechsel hier? Okay. Ja? Okay, also Ölwechsel, Inspektion wird hier natürlich auch gemacht, ne? Wie kostet ein Wechsel vom Öl bei dem Motorrad? Aha, also ab 100 Baht, kommt natürlich auch auf die Größe des Motorrads drauf an. 100 Baht sind ungefähr 4 Euro für einen Ölwechsel. Ja. Ja, okay, dann 200 Baht maybe, ne? Ja. So, also kommt natürlich aufs Motorrad drauf an und welches Öl man eben haben will. Also ab 100 Baht beginnt ein Ölwechsel hier. So, wie viel kostet dann eine komplette Inspektion bei so einem Motorrad? Aber nur ein Kettentausch zum Beispiel kostet 180 Baht hier, was auch noch im Rahmen ist. Aber kommt natürlich auch für die Qualität der Kette drauf an. Ne? Ja. 100 Baht. Aha, okay. So, also mit Kettentausch, komplette Inspektion mit Öl, sagt er, ist ungefähr 700 Baht, kann man sagen. 700 Baht, ja, das geht auch noch. Also, okay, also die reparieren ja alle Motorräder und machen Inspektionen, nicht nur von einem Hersteller, also durch die Bank. Die haben natürlich auch einen ganzen Haufen Ersatzteile hier, hier auch für Fahrräder, Fahrradsättel und natürlich auch alles Mögliche hier. An Keilriemen für jedes mögliche Modell haufenweise. Ja, oder hier. Ne, Reifenmaschine, um Reifen zu tauschen. Ne, das wird natürlich auch gemacht. Komplette Reparaturen. Und hier hinten sieht man ja, ne, die ganzen Boxen mit Schrauben, Kleinteile, Ersatzteile. Hier nochmal ein Haufen Schrauben zum Beispiel drin. Ja. So, also gemacht wird im Prinzip alles. Ne? Wie lange brauchen die für einen Ölwechsel? 5 Minuten. 5 Minuten? Ja? Also Ölwechsel 5 Minuten. Und man kann dann natürlich darauf warten, das ist schnell gemacht. Ne? Ich habe gerade gefragt, ob er alleine hier arbeitet oder mehrere. Aha, 3 Leute oder 4 Leute arbeiten hier. Ach so, hier hinten geht es auch weiter. Ja, das gucke ich mir auch mal kurz an. Was haben wir hier? Ah, hier Reifen, ne? Das scheinen die Reifen zu sein hier, wenn man neue Reifen braucht, Reifenlager. Oh wow, ist ja riesig hier. So, das hier ist das Ersatzteillager, was auch wirklich richtig groß ist. Hier lagert nochmal haufenweise Zeug mehr. Ich zoome das mal ein bisschen ran. Reingehen darf ich nicht, hat sie gerade gesagt. Aber hier gibt es halt alles Mögliche für sämtliche ja, Mopeds hier. Ne? Also, scheint auch eine gute Werkstatt zu sein. Ne? Hier sind noch mehrere
Also andauernd kommen hier Kunden, scheinen also relativ gute Arbeit zu machen für einen recht kleinen Preis. So, jetzt wisst ihr Bescheid. So, hier ist fertig. Er baut das Moped schon wieder zusammen, hat den Motor auch repariert. Das Problem war wohl eine Steuerkette da drin, so wie ich das eben mitgekriegt habe. Aber okay, alles klar. Bye, bye. Kap und Kap. Ja, Kap und Kap. Machen wir nochmal eine Großaufnahme. Ne, so sieht das aus. Es ist eigentlich im Prinzip immer das gleiche Prinzip. Die sind hier direkt eben immer an so einer Hauptstraße. Damit die eben natürlich auch gut gesehen werden halt, ne? Also nicht irgendwo auf dem Hinterhof, die meisten sind hier wirklich direkt an der Straße. Ja, als Alternative könnte natürlich das Auto auch zu einem der Hersteller bringen. Solche Autohäuser und Werkstätten gibt es hier auch. Die sehen dann natürlich so aus wie in Deutschland auch, also picobello mit richtig viel Service. Aber da muss man sagen, da sind die Reparaturpreise natürlich auch wesentlich höher. Also ihr könnt ungefähr vom Dreifachen der Preise ausgehen, die bei so einer freien Werkstatt hier aufgerufen werden. So, das war das Video für heute. Wir sind schon wieder am Ende. Ihr habt jetzt einen Einblick bekommen, wie es hier in den Werkstätten in Thailand ausschaut. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und schreibt auch mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja Erfahrungen gemacht diesbezüglich schon. Das würde mich mal interessieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye. Ciao, ciao.